Komm einfach das Ding auf den Kopf. Hier haben wir nichts mehr. Könnten wir die noch machen? Sehr gut, dann haben wir die Prüfung abgeschlossen. Ganz, ganz wichtig. War das nicht die Prüfung, die ich die ganze Zeit machen wollte, aber nicht machen konnte, oder? Ich meine, es könnte die auch im Lager sein. Und zu der will ich dann erstmal nicht raten. Gehen wir zum berüchtigten Gegner. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Bestimmt wäre noch Teil einer Mission. Aber erledigen wir ihn jetzt schon. Kann man sagen, ey, wir haben es schon gemacht. Aber wobei, dann hätten wir die Mission eigentlich schon längst bekommen. Ach, warte mal. Folgen wir dem Weg da unten einfach. Der Auftrag hat sich aktualisiert. Lumos. Levioso. Der Grimm. Akio. Ist ja nur irgendein Hund. Contringo. Eieiei. Zack. Das ist der Grimm. Die Wölfe fliegen jetzt erstmal weg. Weil den Grimm haben wir noch gar nicht besiegt. Wir waren jetzt zwei. Anscheinend waren jetzt zwei. Gut zu wissen. Lumos. Hauch der Toten. Akio. Wingardium Leviosa. Wofür brauchen wir das jetzt? Hierfür. Sehr gut. Ah, ist das klasse. Und dann können wir das hier auch machen. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Hey, es geht hier mal andersrum. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Überraschenderweise ging das jetzt mal andersrum, nicht immer nur hoch. Gut, alte Magie haben wir noch zwei in dem Ort. Da haben wir noch eine Prüfung Merlins. Oh, das reizt einen jetzt schon, das hier auch zu erledigen. Eine Prüfung Merlins. Nur wo? Mal sehen. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war.
Gehen wir zum Banditenlager. Hallöchen! Max Expelliarmus, der Was ist mit dem Schüler? Confringo! Zack! So. Oh, ich will mich trotzdem noch umhauen. Ups. Was haben wir hier unten? Ah. Wird was mit dir auch? So, nochmal gucken. Truhen gibt es sowieso noch hier genügend. Ja, bestimmt noch das eine oder andere Banditenlager. Hier haben wir zum Beispiel noch ein Trollversteck. Kann man mal angreifen? Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. So. Schön, Sie wiederzusehen. Sie auch. Was kann ich denn für Sie tun? Was verkaufen Sie hier? Wonach steht Ihnen denn heute der Sinn? Dass ihm auch nicht kalt wird oder so. Sehr interesting, sehr interesting. So, 9000 Galleonen. Schauen Sie doch gerne jederzeit wieder vorbei. So. Okay. Gehen wir zum Trollversteck. Und gucken wir einfach mal, wo der Trolli ist. Troll? Hallo? Rebellion. Ah nein, den haben wir wahrscheinlich schon getötet. Ja, den hatten wir. Ja, ich erinnere mich. Klar. Dann können wir zum Fohlen des Todes gehen. Gut. Muss ja erst dahin gehen. Nein, hier ist es nicht. So. Wo ist denn hier mein Testral? Na, da bist du. Ja, komm. Pflegen wir dich. Oh, ist es süß. Ich sollte Dick vom neugeborenen Testral berichten. Es gibt uns drei Haare. Dick. Ah, wir können hier rüberspringen. Cool. Hallo, Dick. Es wird dich freuen zu hören, dass ein Testral-Junges geboren wurde. Wie schön, dass es nun mehr Testrale auf der Welt gibt. Diese missverstandenen Kreaturen. Es tut mir leid, dass du auch Testrale siehst, Dick.
diese majestätischen Tierwesen zu sehen. Manchmal wünscht sich Deke, er könnte das nicht. Doch Deke ist selbst schuld. Was meinst du damit? Vor Jahren sollte Deke seinem Meister helfen, einen Phönix, das seltenste aller Tierwesen, zu fangen. Der Meister hatte ihn auf einer Klippe entdeckt. Der Phönix war das schönste Wesen, das Deke je gesehen hatte. Deke flehte den Meister an, ihn in Ruhe zu lassen. Als Deke zögerte, die Klippe wie befohlen hochzuklettern, musste er sich selbst bestrafen. Während Deke sich bestrafte, wurde der Meister immer wütender und richtete voller Zorn seinen Stab gegen den Phönix. Der Phönix wollte seine Eier beschützen und schoss vor Angst und Wut vom Nest herab. Bevor Deke reagieren konnte, stürzte sein Meister von der Klippe. Deke blieb tagelang auf der Klippe und bestrafte sich selbst, bis Tobbs ihn fand. Das klingt, als hätte dein Meister bekommen, was er verdient hat. Deke wollte nie, dass jemand verletzt wird. Weder der Phönix noch Tobbs. Nicht einmal der Meister. Deke fragt sich oft, was wohl aus diesem Phönix wurde. Deke hat Glück, in Hogwarts zu sein und bei der Rettung von Tierwesen zu helfen. Vielleicht kann Deke wieder gut machen, was geschehen ist. Sehr schön. Aber das hier, nehmen wir das wieder mit. Unsere ganzen Alraunen. Wir können nicht mehr tragen. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht jedes Mal. Du kannst nicht mehr tragen. Gut, ja. Dann warte ich nochmal kurz, ob wir vielleicht hier eine weitere Mission bekommen. Und wenn nicht, dann gucken wir einfach mal. Also wir könnten auch zur Not oder was? Wie heißt das? Stoppe Ranrock und Rookwood. Das sind wahrscheinlich jetzt die letzten Quests hier. Sumpfkrattler. Berüchtigte Gegner. Ja, Trolle müssen wir noch besiegen. Ich glaube, wir könnten mal mit Poppy reden. Züchten können wir aber noch, damit wir das hier schon mal abgeschlossen haben. Ja. Nehmen wir das Mondkalb hier mit. Jetzt ist alles gut. Und Niffler. So. Haben wir die zwei hier. Auf unsere Tierwesen geht es hier bei uns ziemlich gut, hoffe ich. Weitere verkaufen können wir ja auch noch zur Not. Sehr schön. So gesagt, alle, die wir eingesammelt haben, können wir auch verkaufen an sich. Spricht jetzt eigentlich nichts dagegen. Weiteren Testral. Verpflegen. Und, ja. Haben wir nicht jetzt die Herausforderung?
Mal sehen. Er hat gesagt, wir gehen einmal nach Hogsmeade. Dann zu ihm hier. Ja, zu ihr. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. So. Ja, nun, so ein Hippogreif. Den will ich nicht verscherbeln. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind sehr jederzeit gut. Willkommen. Das ist eine richtige Geldmaschine hier. Komm. Rebellion. Ja, da war auch schon. Ah. Oh. Ich bin blind. Ist nichts. Hier war nur die Demigal-Statue. Das Postamt von Hogsmeade. Interessant. 4 Handbuchseiten brauchen wir noch. 4 Handbuchseiten, eine Truhe. Es war ein Unfall, beharrt der Basiliskenzüchter. Ups. Guten Tag. Kommen Sie rein und sehen Sie sich um. Wenn Sie die Flasche gegessen haben, fassen Sie bitte nichts an. Ich bin froh, dass Clementine endlich ihre Schmetterlingsbesessenheit hat. In der Hoffnung, dass wir so vielleicht die letzte Truhe finden. Rebellion. Aber... Nee. Ich hab's nicht gesehen! Alfred Lawley ist nicht sehr erfreut über den Einbruch. Ich hoffe, Mary und ihre Nachbarn geht es gut. Verzeihung, Sir. Ist alles in Ordnung? Wohl kaum, aber ich möchte keine Schüler mit meinen Sorgen belasten. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, ihnen zu helfen. Da wäre ich nicht so sicher. Ich bin übrigens Crispin Dunn. Ich treibe in diesen Dörfern Handel, vor allem aber in Arranger. Hübsches kleines Dorf, tolle Gärten. Erst neulich schrieb der Tagesprophet über unsere malerischen Hecken. Bevor ich fortfahre, sollte ich fragen, haben Sie Angst vor Spinnen? Spinnen machen mir nichts aus. Sie wären überrascht, wie viele ich in letzter Zeit erledigt habe. Gut für Sie. Das Dorf wurde von diesen abscheulichen Dingern überrannt und sie sind ungewöhnlich aggressiv. Natürlich mache ich mir Sorgen um meine Kunden. Es scheint aber, als seien die meisten Dorfbewohner geflohen. Aber ich sorge mich um meine Freundin Mary. Ich habe nichts von ihr gehört und fürchte, sie sitzt in ihrer Hütte fest. Verständlich. Aber warum sehen Sie nicht selbst nach ihr? Würde ich ja, aber ich habe eine tödliche Angst vor den achtbeinigen Bestien, die ich im Gegensatz zu Ihnen nicht überwinden kann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kennen Sie jemanden, der Mary helfen kann? Warum gibt es plötzlich so viele Spinnen in Arranger? Ich kann es nicht erklären. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Spinnen gesehen. Fast, als würde sie jemand züchten. Sie haben das ganze Dorf eingesponnen. Und ich hatte Glück, dass ich entkommen bin. Mary wusste mit diesen Tieren immer umzugehen. Es ist sehr bedenklich, nichts von ihr zu hören.
Warum können Sie Ihre Spinnenphobie nicht überwinden? Als kleines Kind wurde ich von einer Bande Raufbolde schikaniert und verfolgt. Dann habe ich mich vor ihnen in einer Baumhöhle versteckt. Innerhalb von Minuten krabbelten Spinnen über jeden Zentimeter meines Körpers. Ich war wohl auf ein Nest gestoßen. Ich war wie gelähmt durch die Angst vor den Spinnen und eine ebenso große Furcht vor den Zauberern, die draußen auf mich warteten. Stundenlang war ich dort gefangen. Wenn ich nur daran denke, spüre ich ihre Beine auf mir. Warum haben Sie nicht das Ministerium gerufen? Habe ich ja. Mit jedem habe ich geredet, der zuhören wollte. Sogar mit Minister Plaudertasche Spavin. Aber anscheinend haben sie alle Hände voll zu tun mit wer weiß was. Dieses kleine Dorf ist wohl sich selbst überlassen. Ich werde mein Bestes geben, Mr. Dunn. Bitte tun Sie das. Wenn Ihnen jemand einfällt, der mutig genug ist, um zu helfen, wäre ich sehr dankbar. Arranger liegt südöstlich von Hogsmeade, direkt hinter dem Bahnhof. Genau hinter dem Bahnhof. Da, waren wir ja schon. Also in der Gegend. Gut, schauen wir mal nach ihr. Das muss Arranger sein. Ich sollte mich auf die Suche nach Spinnen machen. Rebellion. Naja. Ich wollte gerade sagen, die Spinnen sollten ja eigentlich überall sein. Warum auch immer. Vorhin waren die noch nicht da. Aggressiver als ich dachte. Ha. Ja, sag doch mal einiges hier, während wir von Spinnen angegriffen werden. Katastrophal hier, sag ich euch. Katastrophal! Boah, jetzt reicht es hier aber. Das waren sicher die letzten. Oh nein, das muss Mary sein. Die Ärmste. Age, ich habe, wie gewünscht, das Spinnengift ausgeliefert. Ich erwarte prompt Bezahlung. Die neuen Spiderlinge in meiner Werkstatt im Keller sind beinahe geschlüpft. Ich kann bald nicht mehr Gift liefern, nachdem ich die letzte Lieferung bezahlt wurde, natürlich. Wenn Mary diese Dinger in ihrem Keller gezüchtet hat, gibt es da unten noch mehr? Ja. Ich muss wirklich jede Spinne in diesem Keller vernichten, wenn das enden soll. Revelio. Nur wo geht's hinein? Da geht's hinein. Contringo! Okay. Ab in den Keller. Falls Mary die Spinnen hier gezüchtet hat, sind sie jetzt nicht da. Ja. Bisschen beunruhigend. Das ist kein gutes Zeichen. Diese Spinnen müssen irgendwo sein. Oh Gott. Lumos. Eine Leiter. Ich will gar nicht wissen, wohin die führt. In unseren Untergang. Egal, was mich dort unten erwartet, ich sollte auf alles gefasst sein. Eiersäcke. Ich muss sie alle finden und zerstören, bevor die Lage noch schlimmer wird. Oh Gott. Das
wird eure Eltern sicher Wissen machen. Ja. Au. So. Kann nicht wahr sein. Das ist doch nicht dein Ernst. Mit einem ersten Freitag kommt der nächste. Sehr gut. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Okay, das ist nicht so geil. Oh, mal weg hier, ey. Damit habe ich nicht gerechnet. So. Hauptsache hier durch. Hier geht's auch nicht weiter. Da geht's weiter. Komm schon. Kein gutes Gefühl, dass sie mich sehen, aber ich sehe nicht. Ah ne, die ist oben. Die ist da oben. Natürlich. Komm. Noch mehr Münzen. Anscheinend haben wir aber die ganze Zeit die Eier zerstört. Drei Stück haben wir zerstört, ohne dass wir es wussten. Oh Gott. Nein, du hast keine. Hi. Natürlich kommt da die nächste. Echt nicht toll. Ja. Wo sind die restlichen vier? Ich glaube, das ist eine berechtigte Frage. Aber ich glaube, die werden wir zu schnell finden. Ja, ist sehr gut. Im richtigen Moment. Fiese Unholder.